Top-Platzierung unter den europäischen Verbänden. Auch Sie können heute bei uns etwas gewinnen, und zwar bei unserem Bank Austria Gewinnspiel. Beim Bank Austria Gewinnspiel wollen wir von Ihnen wissen, wie viele Auswärtstore Rapid in der Champions League geschossen hat. Wenn Sie die richtige Antwort wissen, rufen Sie 0667 717. Ihre Gewinnchance, eine Bank Austria Plus Card, die Karte, die ein Sparbuch ist, mit einer Einlage von 10.000 Schilling. Wir halten Ihnen natürlich die Daumen, dass Sie gewinnen. Und bevor wir jetzt zum Spiel kommen, noch zu einem anderen Thema, das die Fußballfans in letzter Zeit einigermaßen beschäftigt hat, nämlich zu einem Konflikt zwischen Trainer Ernst Dokopil und einigen Journalisten. Und wir haben dem heftigsten Kritiker von Ernst Dokopil, nämlich Martin Sörisch vom Kurier, und dem Rapid-Trainer die Gelegenheit geboten, einmal so richtig zu diskutieren. Beide sind jetzt bei Elmar Oberhauser am runden Tisch. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend und begrüße bei mir deinen Trainer, deinen Erfolgstrainer, sage ich, vom SK Rapid, Ernst Dokopil. Schönen guten Abend. Und meinen Kollegen Martin Sörres, Sportjournalist vom Kurier. Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Grüß Gott. Bevor wir einsteigen ins Ganze, schauen wir uns einmal an, welches denn die Schlagzeilen sind, die Ernst Dokopil in den letzten Wochen so geärgert haben. Sie haben in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder im Ärger über Journalisten, über Zeitungsartikel Luft gemacht. Ist Martin Sörres, der hier sitzt, der Haupttäter oder ist er nur einer von vielen in Ihren Augen? Ja, ich würde sagen, er ist einer der Haupttäter. Er ist, natürlich gibt es Journalisten, die fachlich kritisieren, dagegen ist ja nichts einzuwenden, aber seine Kritik geht ein bisschen zu weit. Wo geht sie zu weit? Was ist das konkret? Was sie geht ins Persönliche, und es ist vor allem so, dass ich das Gefühl habe, grundsätzlich einmal besucht er überhaupt nicht diese Spiele, die er kritisiert, und kritisiert dann erst vom Hörensagen oder von Aussagen Dritter, und das ist das, was ich verurteile. Herr Sörisch, sind Sie ein Schreibtischstädter, der dem Ernst Dokopil Übles will? Zunächst einmal, Herr Dokopil, sorgen Sie sich nicht über die Anzahl meiner Sportplatz- und Fußballplatzbesuche. Ich bin öfter bei Spielen, als Sie denken. Ich habe beide Heimspiele der Champions League Rapid zum Beispiel gesehen. Ich bin also in keinster Weise ein Schreibtischstädter. Was mich nur verwundert, ist Ihre Art und Weise, mit der Sie nicht mit Kritik umgehen können. Sie waren völlig berechtigterweise Monate und Jahre lang ein von den Medien gestreichelter. Als Rapid schlechter spielte, kam ebenso berechtigt Kritik an ihrer Person, an ihrer Mannschaft. Dann sind sie gegangen, haben sich in den Schmollwinkel gestellt und konnten in keinster Weise sachlich auf berechtigte Kritik reagieren. Und das ist das, was uns Journalisten und mich im Besonderen stört. Herr Sörres, ich behaupte, dass Ihre Fußballplatzbesuche sehr wohl die Ausnahme sind und dass Sie sehr wohl bei der Champions League dort waren, das stimmt. Dass sie am Rapidplatz noch nie gesehen wurden in den 2,5 Jahren, seit ich bei Rapid bin, und ich sie auch noch auf keinen anderen Fußballplatz gesehen habe, wenn ich die Spiele besucht habe. Und nach Aussagen Ihrer Redaktionskollegen sind sie auch nie bei Fußballspielen. Also tun Sie nicht so, als ob Sie die Spiele sehen würden. Sie haben konkrete Fragen vorbereitet an den Herrn Sörisch. Ja. Stellen Sie sie. Ja. Ist es richtig, dass wir uns heute zum ersten Mal persönlich sehen? Ja. Dass Sie noch niemals mit mir telefonisch gesprochen haben? Ist das richtig? Ja. Und ist es richtig, dass Sie noch niemals von mir eine Pressekonferenz nach einem Spiel besucht haben? Und ist es auch richtig, dass Sie noch niemals bei einem Rapid-Training waren? Nein. Seit ich Trainer bin? Nein. Also Sie waren beim Rapid-Training? Ich war sowohl, die Frage ist das bitter in zwei Teile, ich war sowohl bei Pressekonferenzen, wo Sie gesessen sind, ich war auch bei Rapid Trainings.
Ich nehme an, Sie werden dem Herrn Dokopil den Wahrheitsbeweis dafür liefern, dass Sie beim Training waren und dass Sie beim Pressekonferenz waren. Selbstverständlich. Das, das ist alles kein Problem. Kein Problem. Nein, kein Problem. Bitte. Herr Söres, ist es richtig, dass Sie praktisch kein Meisterschaftsspiel von Rapid sehen? Wenn Sie da sagen, 3 bis 4 Mal in 2,5 Jahren, ist es für mich, für einen Journalisten eigentlich viel zu wenig, um sich wirklich schlüssig ein Bild über Fußball machen zu können oder über die Rapid-Spiele. Und dass Sie sehr oft Kommentare über Spiele schreiben, die Sie gar nicht gesehen haben. Das ist zum Teil richtig, ja. Ist es richtig, dass der Kurier in einem Radiospot damit wirbt, dass, wenn ich Informationen über Manchester United will, die Sportseiten des Kuriers lesen soll und dass Sie keinen Reporter in Manchester haben? Ist das richtig? Das ist nicht richtig. Sie haben einen Reporter von Ihrer Zeitung in Manchester, der Ihnen berichtet über Manchester. Selbstverständlich, ja. Wir hatten einen Reporter. Wer ist das bitte? Der Ihnen bekannte Karl B. Koban. Der war noch nicht in Manchester. Bitte? Der war mit uns in Manchester, aber ja, der war natürlich doch nicht jetzt in Manchester. Der Spot ist vor 10 Tagen rausgekommen. In den letzten 10 Tagen war der Koban nicht in Manchester, Herr Söres. Wenn Sie Probleme mit unserer Marketingabteilung haben, das... hat mit Ihnen nichts zu tun. Grundsätzlich nicht. Der Punkt ist, dass Sie unempfänglich für Kritik geworden sind. Stimmt nicht, Herr Söres. Selbstverständlich, Herr Dokopil. Sie sind verweichlicht dadurch, dass Sie Jahre hindurch und Monate hindurch immer wieder gelobt wurden. Herr Dokopil, eines muss ich Ihnen noch sagen. Darf ich ganz kurz? Ja. Sind Sie froh, dass Sie nicht Trainer in Deutschland sind? Wir würden hier nicht mehr sitzen, weil Sie wären nicht mehr Rapid-Trainer. Wissen Sie, was in Deutschland... Glauben Sie, dass ganz Sie einen Trainer bestimmen können beim Verein? Aber Sie können auch nicht die Kritiker bestimmen, das müssen Sie auch wissen. Wieso soll er nicht mehr Trainer sein? Noch ist er mit großem Abstand Tabellenführer, wenn ich... In Österreich. Aber ja, er spielt ja in Österreich. Glauben Sie, dass ein Trainer in Deutschland eventuell überlebt hätte, das 0:5, das peinliche 0:2, das wenig schmeichelhafte 0:1 von Istanbul, wo sie mit 2 Weltklasse-Torhütern gespielt haben, wie schließlich hat der Herr Stöger 2-mal auf der Linie gerettet, ja. Sonst wäre es ebenfalls in diesen Kategorien ausgefallen. Das ist sowieso im Paradies leben. In Deutschland ist. Woher wissen Sie das? Weil wir uns sehr intensiv mit der Szene in unserem Nachbarland auseinandersetzen. Also Sie lesen die Zeitungen. Mehr selbstverständlich, wir sind noch sehr oft... Sie schauen ran auch, ne? Nein, auch Sie das tun wir. Sie werden in Deutschland am Fußballplatz gehen, wenn Sie in Österreich nicht gehen. Herr Dokopil, wir gehen in Österreich am Fußballplatz und wir gehen auch in Deutschland auf den Fußballplatz. Wir gehen sogar im Unterschied zu Ihnen in Atlanta auf den Fußballplatz. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte noch eines noch präzisieren. Das Ausscheiden Bayern München etwa, um auch noch den Blick nach Deutschland hier zu vertiefen, hat nicht zum Abschied des Trainers geführt in Deutschland. Er hat es überlebt. Im UEFA Cup. Ist aber nicht genau hier das Problem, Herr Sörisch. Auch das Problem vielleicht, dass man aus der Distanz kommentiert. Ich möchte jetzt nicht den Herrn Dokopil in Schutz nehmen, das soll er selber tun. Hat man nicht die Latte für Rapid einfach zu hoch gelegt? Hat man nicht Rapid verglichen mit Weltmannschaften, wo man einfach ganz ehrlich sagen muss, dass hier der österreichische Fußball gar nicht mit kann? Nein, das glaube ich nicht. Ich finde, dass eines der unnötigsten Argumente, die Sie auch immer wieder anführen, Sie reduzieren sich immer darauf zu sagen, wir haben in einer Gruppe gespielt, mit Juventus Turin und Manchester United, das sind Giganten, wir sind Zwerge, da haben wir sowieso keine Chance. Es ist eigentlich nur realistisch, wenn man sagt, okay, natürlich wollen wir es versuchen und ich bin überzeugt, wenn wir ein bisschen Glück gehabt hätten und ähnliche Welle wie Fenerbahce erwischt hätten, hätten wir es auch schaffen können. Das haben wir im Vorjahr bewiesen. Ich habe nie gesagt im Vorjahr, kein einziger hat überhaupt das Ziel gehabt, ins Cupsiegerfinale zu kommen. Und wir sind hingekommen. Also es ist nicht so, dass man von Haus aus sagen kann, als Trainer oder als Rapid, ich gewinne die Champions League. Das können Sie als Journalist sich vielleicht erträumen, aber wir sollten die Ziele realistisch sehen. Und Rapid setzt seine Ziele realistisch, nämlich Ziele, die erreichbar sind. Und die erreichen wir auch immer. Also zwischen realistisch und pessimistisch ist auch ein Unterschied. Noch einmal, wenn Sie hergehen und von vornherein sagen, dass wir gegen diese Mannschaften keine Chance haben, was erwarten Sie von Ihrer Mannschaft? Das habe ich nicht gesagt. Sie legen mir da etwas in den Mund. Das habe ich eigentlich nicht gesagt. Mehrmals haben Sie gesagt, Nein. Schon bei der Auslosung haben Sie gesagt, hat sich dann auch aus Irrtum herausgestellt, dass Sie in der mit Abstand stärksten Gruppe sind. Es gibt ein Irrtum, dass Sie in der stärksten Gruppe sind, offensichtlich, ja. Ja, Juventus hat jetzt schon, das war nicht irrtümlich, dass Sie jetzt den Weltcup gewonnen Manchester haben. United, stimmt, ne? Manchester United macht in England nicht gerade einen unglaublichen Siegeszug durch, wie Sie gesehen haben. Richtig, ja.
und die anderen Gruppen sind auch nicht allzu schlecht. Was hätten Sie gesagt in einer Gruppe mit Porto und Milan zum Beispiel? Ja. Hätten Sie auch gesagt, das ist die stärkste Gruppe, da haben wir keine Chance, vermutlich. Noch eine Frage zum Schluss an beide. Herr Dogopil, ist es schwierig für Sie, umzuschalten vom Lob, das Sie lange geerntet haben, jetzt auf Kritik, die natürlich die Konsequenz aus diesen Niederlagen ist? Na, schauen Sie, Herr Oberhauser, ich habe kein Problem mit Kritik. Wenn jemand schreibt, ich, Martin Söres, war auf dem Match, Trainer Dogopil hat da und da falsch austauscht, habe ich kein Problem damit. Probleme habe ich damit, wenn so schleimige Formulierungen zu lesen sind, wie Funktionäre meinen, Insider sagen und solche Dinge, wie ich es immer wieder im Kurier lese, Dinge, die absolut nicht stimmen, die einfach nur unterjubelt werden, mit solchen Dingen habe ich wirklich Probleme. Es ist Fakt, dass Sie gelobt werden, wenn Sie gut spielen, und nicht gelobt werden, wenn sie schlecht spielen. Ich weiß nicht, wo Ihr Problem dabei ist. Na, da habe ich ja gar kein Problem mit dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Mit dem habe ich gar kein Problem. Okay, bedanke mich bei beiden, dass Sie bereit waren, sich hier an den Tisch zu setzen und wünsche Ihnen einen guten Abend. So, das war doch wirklich interessant. Jetzt geht's aber gleich zu diesem letzten großen Spiel.